Hochschulen sind ja im Allgemeinen dafür bekannt, dass sie Studierende schlauer machen. Nur vom Schlausein hast du nicht viel, wenn du nicht in der Lage bist, das, was du an Schlauem im Kopf hast, eben mit den Händen auch umzusetzen. Und genau darum geht es bei uns in der HDBW. Wir sind erstmal in einer ganz, ganz tollen Location, nämlich in der alten Wappenhalle. Das war früher die Hauptankunftshalle des Flughafens München. Es gibt keine klassische Vorlesung. Eigentlich diskutieren wir immer miteinander. Durch das Diskutieren sind die Studierenden gezwungen, permanent zu überlegen und mitzudenken, was wir ihnen da eigentlich erzählen. Die Uni zeichnet aus, dass man in kleinen Gruppen arbeiten kann, dass man gefördert und gefordert wird dadurch und dass gerade die Interaktion mit den Studenten, da wir ja nicht so viele sind, wirklich super funktioniert. Wir sind eine klasse Truppe hier geworden. Mit den Professoren, muss ich sagen, ist das super entspannt, dass man mit denen auch reden kann, wenn man irgendwelche Probleme hat, gerade was Unterricht angeht. Ich bin gerne an der HDBW, weil es mir einfach Spaß macht, jeden Tag mit jungen Menschen zu arbeiten, neue Ideen zu entwickeln und eine junge Hochschule aufzubauen und voranzubringen. Weil wir natürlich durch unseren Kontakt zu Unternehmen den Studierenden schon sehr früh die Möglichkeit eröffnen, mit Unternehmen in Kontakt zu kommen über Werkstudententätigkeiten oder vielleicht auch über ein duales Studium und da eben dann schon entsprechend bekannt sind. Dieses Jahr hatten wir zum Beispiel ein Projekt in Lissabon und dort haben wir mit noch 8 weiteren europäischen Hochschulen an einem Business Case gearbeitet. Was mir aber auch total gut gefällt, ist, dass es an der HDBW Feste gibt. Das stellt dann auch so ein persönliches Verhältnis her. Die Studenten sind für uns vor allem deswegen interessant, weil sie uns als interessierte neue Berater potenziell für uns in Frage kommen.